Meister. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Na, bin ich nicht schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Ja. Hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nicht. Doch eilt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Haltet ihn! Lasst ihn nicht um! Der Turm! Sie haben den Turm gestürmt! Sie nahmen...
Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen. Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Willst du da einfach sitzen bleiben? Komm schon. Warum kannst du nicht? Bitte, Parole. N'est-ce pas une. Mein Schnauzerkel! Ses esprits l'ont abandonné. Garde, attrapez-les. Ist das nicht die kleine de la Serre? Schneller, schneller! Leg ihn zurück! Verdammt, was zum Teufel geht hier vor?
Leg das sofort weg! Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Ich befehle euch, stehen zu bleiben. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Na los, komm! Monsieur Franklin, ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kid. Sofort. Vater? Nicht ehrlich verlieren! Also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann! Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal! Warte doch mal! Diable! Ich mach schon, Victor! Ich lasse ihn nicht ein! Also bitte! Pardon, Madame! Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt, er ist noch nicht stubenrein. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! Könnt ihr noch? Braucht ihr eine Pause? Ich stehe im Weg.
que j'attendais. Ce n'est pas une... Mais que diable le faites-vous ici? C'est à ton frère que tu fais du corps. Ma parole. Oh, ah, contrôle donc ton humeur. Quelle vision. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welche Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir.